Sollten diese Darsteller Ähnlichkeit mit Personen haben, so ist es reiner Zufall. Wer hat so viel Pinke, Pinke? Hier ist das Kaufen ja so leicht. Du kannst die Ware gleich mitnehmen. Nur eine kleine Anzahlung. Das andere hat Zeit. Lass dich doch nicht verleiten. Du bist doch schon so verschuldet. Das kommt dir teuer zu stehen. Was heißt hier verleiten? Ich kaufe Kleidung nur auf Teilzahlung und ich werde schon Glück haben. Du kannst die Ware gleich mitnehmen. Hörst du? So ein leichtsinniges Huhn. Komm mit rein. Ich will dir mal was zeigen. Du hast mich vorhin zwar für dumm gehalten, aber jetzt staunst du, was? Aber bezahlt hast du es noch nicht. Nö, das hat Zeit. Das kommt später. Na, meine Liebe, du wirst dich noch wundern. Denkste, erst komme ich. Heute sind Braten fällig. Diesmal wird's schlecht. 14 Tage Kurzarbeit hatten wir. Da gibt's nicht viel. Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Nur noch die Zinsen und Kosten. Ausgerechnet du. Ausgerechnet jetzt wird du. Der Riemen enger geschnallt. Ich hab mir alles so ganz anders vorgestellt. Aber dann kamst du. Ausgerechnet du. Ausgerechnet du. Warum hat man mir so viel weggenommen? Glaubst du denn, man kann dir den Kredit schenken? Der kostet doch Geld. Ja, was denn noch außer Zinsen? Krediteinräumungskosten, Finanzierungskosten, Rediskontkosten, Kreditversicherungskosten, Inkassokosten, Risikoaufwendungen, Verwaltungskosten. Wenn ich kaufe, zahle ich in bar. Gut und preiswert ist's bei C und A. Ja, ich kaufe nie auf morgen, denn dann bin ich ohne Sorgen. Darum kauf auch du bei C und A. Barkauf ist Sparkauf bei C und A.